Hallo zusammen und willkommen. Die Nieren sind zwei paarig angeordnete, bohnenförmige Organe neben der Wirbelsäule in Höhe der unteren Rippen. Vor allem sind sie unser Klärwerk. Sie reinigen den Körper von Giften und Abfallstoffen, welche über den Urin ausgeschieden werden. Erstaunlich ist ihre Leistungsfähigkeit. Sie filtern unsere Blutmenge von durchschnittlich 6 Litern 300 Mal pro Tag. Das ergibt eine Filterleistung von 1800 Litern, was einer Menge von 180 Zentiliter Eimern entspricht. Die Nieren regulieren den Flüssigkeitshaushalt und sind für die Bildung wichtiger Hormone verantwortlich. Grund genug, auf die Gesundhaltung dieses Organs zu achten, welches dafür sorgt, dass unser Blut gereinigt ist und keine Schadstoffe in unsere Körperzellen gelangen. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Welche Lebensmittel schaden der Niere? Wenn du deine Nieren gesund erhalten möchtest, kannst du einiges tun, so bei der Ernährung. In unseren Lebensmitteln sind neben wichtigen Nährstoffen oft Bestandteile enthalten, die die Niere nicht abbauen können und diesen schaden. Oxalsäure, auch Kleesäure genannt, da sie zuerst im Sauerklee entdeckt wurde, ist ein Giftstoff, der in hoher Konzentration die Nieren angreift. Im Grunde ist sie neben Gemüse und Obst enthalten, doch meist in einer ungefährlichen Menge bzw. in Form von Oxalat, dem Salz der Oxalsäure, welches weniger schädlich ist. Mangold, Rhabarber, Spinat und rote Beete haben zwar eine hohe Konzentration an Oxalsäure, enthalten aber wichtige Bausteine wie Eisen, die unser Körper benötigt. Trotzdem darfst du sie nicht in Unmengen verzehren. Das trifft ebenfalls auf schwarzen Tee, Eistee und Diätlimonaden zu. In Kombination mit kalziumreichen Lebensmitteln wie Milch, Joghurt, Quark, Käse und Kartoffeln reduziert sich die Aufnahme von Oxalat. Ein zu hoher Verzehr an rotem Fleisch, dazu zählen Rinder, Schwein, Schaf und Kaninchenfleisch, kann ebenfalls die Nieren schädigen, wobei auch hier gilt, in Maßen statt in Massen. Mit weißem Fleisch, also Geflügel, Fisch und Meeresfrüchten, kannst du dagegen nichts falsch machen. Ein weiterer Nierenkiller ist natürlich Alkohol. Er ist ein Zellgift und die Nieren müssen schwer arbeiten, um diese Gifte auszuscheiden. Er führt zu vermehrter Harnbildung und die hohe Flüssigkeitsausscheidung begünstigt das Austrocknen deines Körpers. Für Biertrinker gilt: Bier ist harntreibend und hat eine höhere Urinausscheidung als Wasser. Mäßiger Bierkonsum als Spülung der Nieren ist gut, wobei zu hoher Alkoholgehalt die positive Wirkung des Bieres zunichte macht. Die Aufnahme von zu viel Salz kann zu einem Wasserverlust führen und ist auf Dauer eine Belastung für die Nieren und trotzdem wichtig für den Flüssigkeitshaushalt, die Verdauung und den Knochenbau. In Fertiggerichten, Würstchen, Gurken und Snacks versteckt sich viel davon. Das darin enthaltene Natrium und Kalium benötigt dein Körper jedoch für die Nerven und Muskeln. Somit gilt erneut: Finde die goldene Mitte. Nimm nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Salz zu dir. Als mögliche weitere Verursacher einer eingeschränkten Nierenfunktion wirst du im Internet noch zahlreiche weitere Nahrungsmittel finden wie Kaffee, schwarzer Tee, Energydrinks, genetisch veränderte Produkte und viele mehr. Lebensmittel, deren Aufnahmemenge du bei bestehender Nierenerkrankung verringern solltest, sind Bananen und phosphorhaltige Lebensmittel wie Nüsse, Müsli, Innereien und Vollkornbrot. Was darf man da überhaupt noch essen? Nach dem Studium dieses Artikels wirst du dir eventuell genau diese Frage stellen. Wie gesund ist meine Niere überhaupt? Bisher habe ich alles gut vertragen und hatte nie Nierenprobleme. Dazu kommt, dass zahlreiche der hier aufgelisteten Lebensmittel wichtige Bausteine für unseren Körper enthalten. Der entscheidende Faktor für eine gesunde Ernährung liegt, wie eben schon erwähnt, in der Menge und der Kombination der verschiedenen Nahrungsmittel. Besonders gut für die Funktion der Nieren sind Spargel, Blumenkohl, Äpfel, Zitronensaft und Ingwertee. Du kannst mit diesen Mitteln manches Manko in deiner Ernährung ausgleichen. Abschließend geben wir dir noch den Tipp, wie du deine Nieren in regelmäßigen Abständen entgiften kannst. Füge deinem gesunden Salat einige junge Löwenzahnblätter bei. Diese findest du über die gesamte Vegetationsperiode oder pflücke dir frische Brennnesselblätter und bereite sie wie Spinat zu. Trinke jeden Tag ausreichend Flüssigkeit und du erhältst deine Nieren gesund und darfst trotzdem die Lebensmittel maßvoll genießen, die dir schmecken.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.